Willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, auf der dunklen Insel von Nex in Legend of Grimborg 2. Ja, wir stehen direkt vor dem großen bösen Schloss. Ein bisschen Zeit ziehen. Aber ja, wir wollen uns zurück in den Bockwagen, aber bevor wir uns in den Bockwagen, haben wir noch eine andere Kleinigkeit kurz zu tun. Natürlich nur, wenn uns die Inselbewohner kurz lassen. Sieht aber gut aus, sieht ruhig aus. Und zwar hier müsste dieser Karte nach zu urteilen was vergraben sein. Bingo. Da wir mehr als genug Dietriche haben. Oh, die Reed-Schuhe. Schuriken und Käse. Hat jemand Hunger? Na, du isst den Käse. So, gib mal die Reed-Schuhe weiter. Wir kriegen nämlich langsam das Reed-Set zusammen. Was fehlt uns denn noch? Wir haben Hut. Wir haben alles. Legen wir mal kurz alles an. So. Das müsste das gesamte Reed-Set sein. So, und jetzt tauschen wir das Ganze wieder um. Ah ja, cool, die sind besser. Geben etwas Evasion im Gegensatz zu den Leather Boots. Du gibst mir Protection und das war es eigentlich auch schon. Das heißt, das Reed-Zeug kommt mal wieder da rein. Die Leather Boots hinterlassen wir den nächsten Leuten, die sich hier reinwagen. So, neuer Zauber. Und dann geht's zurück in den Bock. Oh, Kristall ist schon wieder aufgeladen. Ja, nach dem Laden geht das irgendwie ziemlich schnell. Also abwärts ins Wasser. Und dann geht es ab, zurück in den Kill Breach Bock. So. Gut. Alles ruhig, alles ruhig. Noch keine Frösche oder ähnliches respawned. Nur eine. Okay, doch ein Frosch respawnt. Kommt her, ihr blöden Insekten. Ja, komm. So. Insekten sind schon mal weg. Fehlt nur noch Le Frog hier. Wow. Trollfrösche. Ey, meine Armbrust. Stirb, du blöder Dieb. So. Gib mir meine Armbrust wieder. Ah, lecker, lecker Froschzunge. Schon wieder eine. So. Da hinten sind noch mehr. Ah, hier sind ganz schön viele Stechmücken wie spawnt, hä? Okay, das war nicht so gut. Geht sterben. Ich bin in die Ecke gedrängt, oder? Das war nicht so gut. Wow. Das war definitiv knapp. Darüber. Jetzt gehen wir erst einmal, gucken wir, dass wir da runterkommen. Hier liegt nichts mehr, gell? Hier war nur die Fackel und das nutzlose Schild. Und du bist ganz schön angeschlagen. Uiuiui. Aber erstmal gucken wir, dass wir uns hier runter verkrümeln. So, in den Herders denn. Und ja, macht Sinn, dass wir bei Pilze sind. Das Ding heißt Herders denn und die Viecher selber sind ja Herder. Also das ist der Name von den Kerlen. Wir haben ja, glaube ich, sogar ein Stück von ihnen hier. Genau, Hördercap. Das ist Essen. Das kannst du gleich mal futtern. So, und dann gucken wir erst einmal in die Mine hier rein. Oh, ein blauer Kristall. Timepiece. Es ist 4 Uhr nachmittags. Und du bist überladen.
Du bist damit nicht überladen. Okay, jetzt haben wir eine Uhr. Was haben wir hier? Rune Master's Trail. Also der Weg des Runenmeisters. Ja. Wir haben hier Druckplatten. Gut. Und eine Tür. Können wir auf die Druckplatten was drauflegen? Ja, können wir. Und da hinten ist auf jeden Fall ein Stab. Und ein Ding, was ständig Feuerbälle schleudert. Okay, wir haben Steine. Ja. Was versuchen wir? Also ja, es steht Rune Master's Trail da. Runen sind normalerweise die Dinger hier unten. Das sind ja Magierunen. Aber was genau haben die Magierunen jetzt damit zu tun? Soll ich einfach mal... Kann ich? Ja, ich kann auf jeden Fall. So, legen wir mal auf die vier Elemente und gucken, ob das was bringt. So. Nein, hat nichts gemacht. Aber ja, das sind jetzt die vier Elemente Feuer, Wasser. Obwohl, wie ist das ausgerichtet? Nehmen wir mal an, es ist so ausgerichtet, dass hier Feuer ist, hier Wasser, Luft und Erde. Ups, schlafen wollte ich nicht. Ja, Ordnung bringt auch nichts. Vielleicht, wenn wir nicht die nehmen, sondern vielleicht Leben und Tod, so. So? Nein. Okay. Da fliegt auf jeden Fall die ganze Zeit ein Feuerball. Naja, Feuerballzauber. Der ging, wie ging der nochmal? Wahrscheinlich so. So. Nein, so nicht ganz. Hey, ja, es hat sich was getan. Okay, das heißt, wir müssen die Zauber nachbilden hier. Der nächste ist einfach. Das ist der Eiszauber. Nein, das war falsch. Also es ist nicht so ausgerichtet, sondern so. Also müssen wir das Ganze um 90 Grad drehen. Okay, das war gerade der, ich brauche Licht. Das ist jetzt der Kugelblitz. Den habe ich wahrscheinlich nicht mehr dabei, oder? Darkness, Dispel, Light, Ice Shards, Force Field, Shield, Lightning Bolt. Doch, da ist er. Also Lightning Bolt ist... Ups. Das da. Das da und das da. Okay. Also ging es wirklich nur darum, die Zauber auf der Runentafel nachzubilden. Das war jetzt etwas einfacher als gedacht. Und du siehst creepy aus. Was haben wir hier? Serpent Stuff. Spit, spucken. Ein Stab, der einer goldenen Schlange, an eine goldene Schlange erinnert. Braucht Stärke, gilt aber als so ein Gegenstand, oder? Ja, er spuckt, was auch immer das bringen soll. Du da. Keine Ahnung. Ach, wir haben doch immer das Zepter hier. Gib ihm mal seinen Stab wieder. Ja, wenn wir den Hördersding geschafft haben, sollten wir mal in den Hub gehen, ausmisten. Aber jetzt gehen wir mal hier speichern. Sicher ist sicher. Oh, uns fehlen Bolzen.
LP082. Oder hatten wir nur 11? Ne, ich glaube, wir hatten nur 11. Kann gut möglich sein. Obwohl, wir hatten 12, soweit ich weiß. Naja, müssen wir draußen mal gucken, wo das der 12. gelandet ist. Jetzt gehen wir uns aber um den Boss hier denn kümmern. Das scheint dieses Ding hier zu sein, obwohl da sind mehrere davon. Da drüben ist noch so eins. Ich nehme mal an, hier ist auf jeden Fall ein Gitter, was gleich hochgehen wird. Also nehme ich an, hier ist Bossfight drin. Ja, es ist ein sind Pilze produzierende Dinger. So, die sollten wir als erstes loswerden. Wow. Das war Nummer 2. Ja. So, Nummer 3 ist weg. Jetzt sind wir eingekesselt, oder? Ja, wir waren eingekesselt zum Glück. Wow, wow, wow. Ich sehe vor lauter Giftwolken nichts. Okay, wir sind schon mal die Spawner losgeworden. Wow. Ja, ja. Macht euch nur mit eurem Gift über mich lustig. Wow, das war daneben. Da hinten ist auf jeden Fall... Oh, da hinten ist noch ein Spawner, wenn ich richtig sehe. Genau. Erstmal die Spawner loswerden. Und zwar alle. So. Ist hier noch ein Spawner? Ja, da ist noch ein Spawner. Da ist noch ein Spawner, an dem wir allerdings gerade nicht ankommen. Au. Sieht noch bei allen gut aus. Ja, sieht noch bei allen ziemlich gut aus. Wow. So. Schlagen wir uns da mal durch. Nein, das ist nicht so toll. Geh aus dem Weg, Brokkoli. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe absolut nichts mehr. Okay. Magier tot. Und ich bin eingekesselt. Panik. Okay. Nicht mit den Pilzen beschäftigen, weil die Viecher, die komischen Spawner spawnen da einfach durchgehend neue Pilze. Das bedeutet, erst Spawner killen, dann Pilze killen. Wie hieß der Boss überhaupt? Fällt mir gerade mal so auf. Hieß der selber auch Herders denn? Das könnte ich mir nämlich voll gut vorstellen. Ja, der Herders denn ist der böse Boss hier. Okay, wir schalten erstmal hier hinten den Spawner aus, bevor der hier garstig spawnt und wir nicht mehr an ihn rankommen. So, sehr schön. Oh, die verursachen Giftwolken, wenn sie kaputt gehen. Wow. So. Gegen die Kampfbrokkolis kann ich mich schneller wehren. Hoch. Ja, Entschuldigung, Kumpel. Ich muss mal hier vorbei. Hier ist noch einer. So. Bitte treff auch das Ding. Wow. So. Und der letzte. So, gut. Die Herder, also die Spawner haben wir schon mal alle. Jetzt müssen wir nur noch das Viehzeug loswerden. Höchstens die Tür ist jetzt dadurch aufgegangen, dass wir die Herder... Wow. Stirb.
dass wir die Spawner getötet haben. Dann könnten wir uns zurückziehen und den Rest systematisch töten.